In diesem Video gibt's Kugelfische und die wichtigsten Informationen dazu. Viel Spaß! Als Kugelfische bezeichnet man eine Familie von Fischen, die etwa 200 Arten beinhaltet. Ihnen allen ist die Fähigkeit gemeinsam, dass sie sich so zu einer Kugel aufblähen können. Zudem sind sie sehr giftig, und zwar so giftig, dass sie auch tödliche Vergiftungen verursachen können. Wenn sich so ein Kugelfisch bedroht fühlt, ja, dann trinkt er ganz einfach so viel Wasser, bis er so fett wird, dass ihn niemand mehr runterschlucken kann. Und das funktioniert erstaunlich gut. Man hat große Raubfische dabei beobachten können, wie sie versuchten, einen Kugelfisch runterzuschlucken. Dieser Fisch, also der Kugelfisch, hat sich dann im Hals oder im Maul des großen Fisches aufgebläht, woraufhin dieser daran gestorben ist. 1:0 für den Kugelfisch. Der Kugelfisch kann sich so gut aufblähen, weil er eine sackartige Erweiterung des Magens hat. In diese Erweiterung pumpt er dann das Wasser rein. Also bei Menschen funktioniert diese Methode nicht. Oh mein Gott, ich werde angegriffen! Ich habe echt zu viel Wasser getrunken gerade. Wir machen später weiter. Zudem haben Kugelfische Stacheln auf ihrer Oberfläche. Diese Stacheln können je nach Art nur ganz klein, mittelgroß oder sehr groß sein. Und das macht die ganze Sache natürlich noch unangenehmer für denjenigen, der versucht, so einen Kugelfisch zu fressen. Und wäre das nicht schon genug, sind Kugelfische auch noch giftig. Die Eingeweide eines Kugelfisches und auch die Haut beinhalten Tetrodotoxin. Tetrodotoxin ist ein hochwirksames Nervengift, das die Skelettmuskulatur lähmt. Interessanterweise hat es auf das Gehirn keinen nennenswerten Einfluss. Bei einer tetrodotoxischen Vergiftung ist man also zwar gelähmt, aber man bekommt alles noch mit. Man ist bei vollem Bewusstsein. Im schlimmsten Fall endet eine schwere tetrodotoxische Vergiftung tödlich durch Atemlähmung. Wenn ihr mehr über Tetrodotoxin lernen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde dann zukünftig mehr Videos über dieses Gift machen. Und wie könnte es auch anders sein? Es gibt tatsächlich Menschen da draußen, die solche Viecher auch noch essen müssen. Das kann man machen. Der Kugelfisch muss dazu aber von einem speziell dafür ausgebildeten Koch zubereitet werden. Dieser Koch entfernt sorgfältig alle giftigen Körperteile des Fisches, der Rest kann dann gegessen werden. So, und jetzt gibt's die ultimative Geheimformel, wie man eine tetrodotoxische Vergiftung verhindern kann, indem man keinen Kugelfisch isst. Lasst die Viecher einfach am Leben, es gibt andere Fische, die man essen kann, wo keine Lebensgefahr besteht. Kugelfische produzieren ihr Gift übrigens nicht selbst. Man nimmt an, dass Bakterien das Tetrodotoxin produzieren. Und zwar Bakterien zum Beispiel aus den Gattungen Vibrio oder Pseudomonas. Diese Bakterien werden dann über die Nahrung vom Kugelfisch aufgenommen und der Kugelfisch reichert dann das Gift in seinem Gewebe an. Wenn man einen Kugelfisch in einem Aquarium hält und ihn durchgehend mit ungiftigem Futter füttert, wird er allmählich selber ungiftig. Also der Kugelfisch verliert dadurch seine Giftigkeit. Und das kann schon auch als Beweis dann angesehen werden, dass der Fisch dieses Gift nicht selbst produziert. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, teilt es in euren sozialen Netzwerken und abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.